Herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die Doris Felten. Doris, herzlich willkommen. Du warst schon mal bei mir Gast und ich Ja. finde es ganz toll, dass du wieder da bist. Und heute geht es wieder mal um Gesundheit, denn du bist ja Heilpraktikerin. Du hast eine Online-Praxis. Ja. Und so seit 3 Jahren, seit Corona, gibt es ja viele Menschen, die sich dann online-mäßig aufgestellt haben und zu denen gehörst du auch. Und du beschäftigst dich halt damit, Menschen zu begleiten, dass es ihnen besser geht. Es gibt so viele Symptome, die ich so in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, auch im Winter, bei meinen Mitmenschen wahrgenommen habe. Das ist zum einen Müdigkeit, es ist Erschöpfung, Leute sind ausgebrannt, sie sind energielos, sie haben einfach keine Lust mehr. Und du sagst dazu, dass es Long-Covid kann sein. Ja. Was mir auch auffällt ist und aufgefallen ist, dass viele Menschen immer wiederkehrende Infekte haben. Dann denkt man, die sind doch jetzt gesund und hast du nicht gesehen, sind sie wieder krank. Ja. Es kommt wieder und kommt Wieder wieder. Und was uns natürlich auch immer sehr beschäftigt, jetzt im Frühjahr, das sind die Pollen. Und liebe Doris, du kannst uns bestimmt ein bisschen was dazu erzählen, was man tun kann, um sich von diesen Plagegeistern zu befreien. ja, Oder das das kann ich. Mikrofon Also, kannst. ich danke dir, liebe Dorothea, dass ich jetzt hier heute den Raum habe, das zu erzählen, was mir wirklich sehr am Herzen liegt, nämlich die Gesundheit der Menschen. Gesund zu sein, gesund zu bleiben und das bis ins hohe Lebensalter. Ich glaube, wir sind da ein gutes Vorbild, Beispiel, was auch immer, wie man das hinkriegt. Und trotzdem, also eben nicht krank zu werden und voller Lebensfreude zu sein und gesund zu sein. Yes. Und ich muss auch sagen, ich meine, ich bin ja auch aus vollem Herzen Heilpraktikerin und ich habe auch ungefähr 25 Jahre hier praktiziert und habe 2019 gedacht, jetzt gehe ich mal langsam in Ruhestand. Mit 70 ist vielleicht an der Zeit und habe meine Praxistätigkeit hier beendet und dann kam diese Corona-Geschichte. Erzähle ich gleich, wie das anfing. Und da haben mich also in den letzten 3 Jahren viele Menschen eben um Rat gefragt. Und ich war dann plötzlich auf mehreren Plattformen unterwegs, Google Meet und Zoom und so weiter. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich ja da auch ein Business draus machen. So, bin also nochmal neu gestartet im letzten Jahr. Und die erste, die mich also da mit dem Coronavirus in oder dem Covid-19 in Kontakt gebracht hat, zumindest also über die Entfernung, war meine Schwester im März 2020. Die hatte da so ganz komische Symptome plötzlich, die keiner so richtig einordnen konnte. Und dann hat sich herausgestellt, das war dieser Covid-Virus. Sie war ja in München, wo das so anfing, ja. Und sie hat mich dann gebeten, kannst du mich nicht unterstützen? Und ich hatte ja noch keine Ahnung, aber ich habe gedacht, irgendwas müssen wir machen, um das Immunsystem richtig gut in Gang zu bringen. Und habe ihr dann also so eine Kiste mit Mikronährstoffen geschickt. Und innerhalb von 2 Tagen hatte sie das Gefühl, es legt sich ein Schalter um und sie hat wieder Geschmack gehabt, sie hatte wieder Geruch und so weiter. Und wir konnten wirklich, die hatte gravierende Symptome, diese Intensivstation verhindern. Ja, so fing das an. Also so, und ich habe mich natürlich dann auch sehr intensiv damit beschäftigt, mit dieser ganzen Geschichte und habe dann noch ein Beispiel vom letzten Jahr, ein junger angehender Vater, der so 4 Wochen vor der Geburt seines Kindes dann eben auch eine Woche lang durch alle heftigen Symptome gegangen ist. Und auch dem konnte ich gut unterstützen, weil ich habe damals zu ihm gesagt, wenn du jetzt nicht guckst, dass du aus dieser wahnsinnigen Erschöpfung rauskommst. Und das war dann das, was also nachdem die Symptome abgeklungen waren,
für ihn wirklich, er konnte noch kaum von hier bis zur Toilette gehen. Das war wahnsinnig anstrengend. Also er hat wirklich gedacht, hat zu mir gesagt, ich bin ein alter Mann, sage ich, nix da. In 4 Wochen wird dein Sohn geboren und du musst bis dahin wirklich gucken, dass du fit bist. Denn dann kommt die Erschöpfung und die ist dann legitim. Ja, Dann kommt das die ja, also richtige er war Herausforderung. dann. Er war dann bereit, das zu machen, was ich ihm empfohlen habe. Und es hat funktioniert. Und er war mir sehr dankbar, weil ich habe gesagt, ich bin vierfache Mama. Ich weiß, wie das ist nach der Geburt. Also du musst da gucken, dass du da wirklich fit bist, wenn das Baby kommt. Ja? Ganz Und klar. also auch Long-Covid war damit oder diese Erschöpfung war damit gegessen. Die andere Erschöpfung ist ja dann, hat ja dann eine andere Natur. Ja. Genau. Und dann will ich noch ein Beispiel erzählen, was sich dann halt entwickelt hat, weil inzwischen sind wir ja inzwischen schon ein bisschen anders aufgestellt mit diesem Covid-Virus. Also es sind ja nicht mehr, gibt zwar immer noch Infektionen, aber die sind nicht mehr so gravierend wie am Anfang. Aber was halt jetzt zunehmend kommt, sind das, was du auch schon angesprochen hast, diese Long-Covid-Geschichten. Ja, also ich habe jetzt vor 2 Monaten etwa kam eine junge Frau zu mir, die hatte im Mai des letzten Jahres, also 2022, diesen Virus und seither halt immer dauernd, auch das, was du gesagt hast, immer diese wiederkehrenden Entzündungen mit Fieber, ohne Fieber, Nasennebenhöhlenentzündung, Kopfschmerzen, Erschöpfung und auch ganz starke psychische Probleme, Angstzustände und Panikattacken. Man hat ja dann auch ein aus der Kategorie Psychopharmaka ein Medikament verordnet, wo ich dann gedacht habe, mein Gott, also das hat so ein Suchtpotenzial, wie kann man nur, ja? Also ich habe inzwischen hat sie das ganz reduziert und wir haben eben auch 4 Wochen miteinander hier gearbeitet und sie konnte dann voller Power Ende April ihre Hochzeit feiern, ja? Also sie sagt, sie war so glücklich, dass sie so eine strahlende, energievolle Braut war und diesen Tag so genießen konnte, das hätte sie sich ein paar Wochen vorher nicht vorstellen können. Das sind so einige Beispiele, die mir begegnet sind, die ich jetzt so rausgepickt habe. Und was kann man tun? Weil wichtig ist es wirklich ja, das Immunsystem auf Trab zu bringen, ne? Also, dass es richtig stark ist. Und es braucht dazu auch sehr viel Energie. Also, es ist so. Ich bin ja auch begeistert von diesem System. Man kann sich das so vorstellen, wir haben 7 Schutzwälle, ja, hintereinander und in der Regel ist der erste, wenn das Immunsystem gut aufgestellt ist und gesund ist, der erste Schutzwall schon so stark, dass der selbst also den Covid-19 abwehren kann. Aber das ist eher selten der Fall. Und ich sage immer, wenn dann der nächste Wall und der nächste Wall und der nächste Wall, es geht dann immer weiter bis hin zum letzten, dann kommen die Ninja-Krieger, dann kommen die Killerzellen. Dann ist aber schon das ziemlich kritisch. Ja? Also ich denke, das muss man gut unterstützen. Und da gibt es natürlich so einige Dinge, die man selber tun kann. Das Thema ist, wie kann ich das Immunsystem in Balance bringen, ja, sodass es also richtig gut, stark reagiert auf solche Reize von außen. Ja, das ist ja auch bei den Pollen jetzt so, das sind ja alles Reize von außen. Das Immunsystem muss unterscheiden, gehört das zu meinem Körper oder nicht? Ja, und wenn es nicht zu meinem Körper gehört oder dem Körper nicht gut tut, dann muss es gucken, dass das eliminiert wird, langsam. Ja. Und dazu ist es natürlich auch wichtig, dass das Immunsystem viel Energie hat. Ja, und da kommt natürlich die Ernährung ins Spiel. Ja, also eine richtig gute, gesunde, ausgewogene Ernährung und auch ausreichend Trinken spielt eine große Rolle, weil diese ganzen Vitalstoffe, die dann eben gebraucht werden, um das Immunsystem gut aufzustellen, die essen wir halt, ja. Und manchmal muss man aber dann eben die Ernährung noch optimieren mit Mikronährstoffen. Ja, also das gucke ich dann.
Wichtig ist auch, um ein starkes Immunsystem zu haben, dass wir genügend schlafen zur Regeneration. Ja, dass wir also eben nicht so spät ins Bett gehen, nicht so lange Fernsehen, nicht so lange am Bildschirm sitzen, Handy haben und so weiter, sondern dass wir rechtzeitig ins Bett gehen, damit eben genug von dem Schlafhormon gebildet werden kann und wir in diese Regenerationsphase kommen. Da baut sich das Immunsystem auf. Ja, weil tagsüber ist es aktiv und mit Abwehr beschäftigt und in der Nacht kann es regenerieren. Ist Dann es ist nicht natürlich. auch so, dass zum Beispiel es auch darauf ankommt, welches Licht man abends Ja, hat? Dass das ist eben jetzt, das hätte auch bestimmtes gesagt, dieses blaustichiges Blaulicht, Licht genau, das sehr Blaulicht von schädlich dem, ist? ja, weil das verhindert, also Licht überhaupt, aber auch das Blaulicht verhindert, dass der Melatoninspiegel, das ist ja das Ja. Schlafhormon, sich ausreichend aufbaut. Das fängt Ja. an, wenn es anfängt, dunkel zu werden, im Winter halt früher als im Sommer. Und dann zwischen 11 und 1 hat es die höchste Konzentration. Und Ja. dann gehen wir eigentlich in eine REM-Schlafphase oder in eine Tiefschlafphase. Und wenn wir aber bis um 1 Uhr am Bildschirm sitzen, dann funktioniert das nicht und wundern uns, dass nachts dann unsere Gedanken kreisen und wir nicht richtig Genau. regenerativ schlafen können, ne? Und erholt sind morgens, also wirklich dann erholt sind. Und im Alter, mit zunehmendem Alter, das ist nochmal ein anderes Thema, kann das dann auch ein Problem werden, ne? Oder auch dieses Wachwerden um 3 Uhr nachts oder so. Aber da können wir mal zu einer anderen Zeit drüber sprechen, ne? Also Aber ich würde ganz ja. gerne doch noch mal einfügen, dass dieses Handy gucken, ja, und Ja. auch Handy neben dem Bett Ja. liegen lassen Ja. schon sehr schädlich ist. Also man Ja, sollte klar. wirklich sein Handy am besten in den Flugmodus schalten und am besten weg, nicht Das im ist ja Schlafzimmer. dieses Elektrosmog, in dem wir Ja. dann da uns nachts befinden. Ja. Also ich habe auch nicht so einen Schalter. Ich habe eine Freundin, die hat sich so einen Schalter einbauen lassen, dass also das Schlafzimmer nachts wirklich ohne Strom ist. Da ist gar nichts, ja. Und auch das Telefon ist dann raus und so. Also das ist natürlich bei sehr sensiblen Menschen manchmal wirklich ein Problem. Also sagen wir mal, robuste Menschen, die machen sich da nicht so viel draus. Aber wenn jemand sensibel auf so Elektrosmog und auf solche Wellen reagiert, dann muss man eben auch entsprechend gucken. Da braucht man jemanden, der da eben entsprechend beraten kann. Oder auch halt, ich habe hier zum Beispiel unter dem Haus so eine Erdspalte, ne? Also das spüre ich dann auch manchmal, wenn ich in dem einen Zimmer liege, ja, weil das eine bestimmte Energie ist. Aber das ist jetzt, wie gesagt, also nochmal ein anderes Thema. Aber wenn man nicht gut schläft, sollte man einfach mal gucken, woran liegt das, ne? Was kann man da verändern, damit man wirklich sich gut erholt und auch der ganze Körper regeneriert, ne? Damit wir wirklich gesund sind. Was empfehle ich noch? Natürlich das Atmen, also richtig atmen, so, ne? Wir sitzen ja immer so, ja, so, ne? Das haben wir uns noch so angewöhnt, sondern eben atmen und am besten draußen in der Natur, ne? Am besten draußen im Wald ist es am besten, weil da eben einfach der Sauerstoff und auch diese ganze Natur da hilft. Auch nochmal zu entspannen. Aber eben, es kommt noch was dazu, wenn wir rausgehen, dann haben wir auch die Vitamin D-Produktion, die ja auch wichtig ist für das Immunsystem. Also das Immunsystem braucht da ganz viel Antioxidantien, aber auch das Vitamin D. Ja. Das ist aber dann wichtig im Zusammenhang mit Sonne, dass man auch Mit mal der Sonne in oder die mit dem Sonne Licht. rausgeht. Nein, es ist auch schon das Licht jetzt, also auch im Winter, wenn der Himmel bedeckt ist, ist aber trotzdem ausreichend, die Lichtintensität ausreichend im Vergleich dazu, wenn man immer nur im Raum ist. Ja, also auch im Winter, wenn man da über die Mittagszeit rausgeht, ist die Lichtintensität noch ausreichend, um die Vitamin D-Bildung anzuregen. Also ich meine, natürlich im Sommer, wenn man dann eben mit blanker Haut rausgeht, ist es noch intensiver. Das ist ganz klar. Aber das soll uns nicht hindern, im Winter nicht rauszugehen.
Was auch noch hilft, sind diese Wechselduschen, also Kältereize. Ja, man macht das schon sehr lange, seit einer Reha da in Waldbreitbach, der macht jeden Morgen Kneippsche Güsse. In Mainz ist das nicht so. Ich gehe dann lieber in die warme Sauna. Aber da hat man ja die kalten Güsse oder den kalt-warm hat man ja auch. Also dieser Kältereiz regt auch das Immunsystem an. Also das ist ja schon bekannt, das ist ja nichts Neues. Wichtig ist es aber auch, Stress abzubauen, weil Stress und Ängste, ja, Stress schädigt das Immunsystem. Stress, wenn ich viel Stress habe, fährt mein Immunsystem runter, ne? Und das wird dann toxisch. Und Ängste, das ist das Thema der letzten 3 Jahre gewesen, ja? Also so viel Angst habe ich schon lange nicht mehr gespürt. Ja, ich kann dazu auch eine kleine Geschichte erzählen. Das war im ersten Jahr. Ich bin ja hier, wohne ja da in der Nähe vom Wildbachtal und bin dann da, habe da so eine Walking-Strecke. Und die eine Strecke läuft parallel zur Pariser Straße. Und das sind 2 Kilometer oder 1,5 Kilometer. Und ganz weit oben kam mir dann eine Frau entgegen. Also man sollte damals ja schon Masken tragen, aber ich habe gedacht, da draußen in der Natur muss ich das jetzt nicht machen. Die kam mir ganz weit oben entgegen. Die hat mich gesehen, hat sofort ihre Maske angezogen. Und als sie so 15 Meter, 20 Meter von mir entfernt war, macht sie einen Schlenker ins Kartoffelfeld. Das ziemlich lehmig war zu der Zeit, hat einen Riesenschlenker ins Kartoffelfeld gemacht und mir kam schon von oben so eine Angstwelle entgegen und dann habe ich nur zu ihr gesagt, als sie vorbeigegangen ist, Sie wissen schon, dass Ihre Angst auch Ihr Immunsystem schwächt, ja? Also ich meine, sie hat nicht reagiert, aber das muss man sich auch bewusst machen, dass da man da eben mit einer Fantasiereise zum Beispiel die Selbstheilungskräfte stärken kann und diese Ängste dann eben regulieren und minimieren kann, ne? Also das ist so, was ich für wichtig finde. Natürlich auch noch ein Punkt, wenn ich also so toxische Umweltgifte von außen habe oder eben Nikotin ist das ja, ne? Wenn ich rauche, auch das, da leidet mein Immunsystem. Und wenn ich also sehr viel Alkohol trinke, eben auch ab und zu mal ein Glas Wein, das ist okay. Aber die Raucher, die haben da ziemlich schlechte Karten, weil das ja dann auch die Bronchien belastet. Und gerade der Covid-Virus war ja da auch sehr aktiv, ne? Also das hat man ja gesehen am Anfang, wenn die dann in der Intensivstation gelandet sind, ja. Also einen kleinen Aspekt habe ich noch, gerade jetzt also auch natürlich mit dem Heuschnupfen, mit der saisonalen Allergie. Natürlich kann man da jetzt auch im Akutfall was machen, aber wichtig ist, wäre es da natürlich auch, wie jetzt im Bezug auf den Herbst und den Winter, da schon langfristig das Immunsystem zu stärken, also vorbeugend zu gucken, was kann ich machen, dass ich dann im Fall der Fälle richtig stark aufgestellt bin. So, also das wäre jetzt das, was mir am Herzen liegt, um Menschen zu unterstützen, gesund zu sein und gesund zu bleiben und das bis ins hohe Lebensalter. Sehr schön, ja. Hast du noch ein besonderes Angebot für die Menschen, die du gerne begleiten möchtest? Oder wie können die sich an dich wenden? Wie können sie von dir Hilfe Ja. erhalten? Ja, also ich habe ja so ein 4 Wochen Programm entwickelt, wo halt diese ganzen Dinge, die ich jetzt da eben genannt habe, so integriert sind. Also wir gucken dann, ich mache natürlich auch eine Anamnese und gucke, wo sind die Stellschrauben, die wir hier drehen können, um Gesundheit zu erreichen. Und da habe ich halt so ein Basisprogramm, 4 Wochen geht das und man kann mich natürlich jederzeit kontaktieren und wir gucken dann gemeinsam, ob das passt oder nicht. Ja, also das ist jetzt erstmal in einem Kennenlerntermin, kann man das dann besprechen und dann mache ich eine Anamnese und einen Therapiekonzeptvorschlag und dann kann die Person sagen, ja, kann ich mir vorstellen, das passt hier, ich investiere jetzt mal. Was in mein Immunsystem? So.
Gut, also Immunsystem ist das Allerwichtigste, das zu stärken, dass wenn das mal im Eimer ist, dann hat man viel zu tun, bis das wieder aufgebaut ist und Ja, also ja. das geht ja sogar so weit, dass inzwischen also auch die Onkologen Tumorerkrankungen mit Entzündungen im Körper, und zwar immerwährende Entzündungen, Silent Inflammation nennen sie das, und einem schlecht ausgebildeten Immunsystem in Zusammenhang bringen, weil das Immunsystem auch dafür sorgt, dass also Zellen, die jetzt eigentlich in den, ich sag mal, Müll kommen sollen, dann auch wirklich entsorgt werden. Und wenn das nicht passiert, dann können die entarten, dann fangen die an, sich unkontrolliert zu teilen. Und dann haben wir diese Tumorgeschichten. Ja, also auch da spielt das Immunsystem eine Rolle. Ja. Gut. Und das ist gerade für uns Ältere, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man da genau hinguckt und Genau. guckt, wie kann man da wirklich für Gesundheit sorgen. Gut, prima. Also, deine Kontaktdaten stehen in der Videobeschreibung. Und Ja. so denke ich, haben wir jetzt gerade mal einen guten Einblick bekommen, was man tun kann, wie man das Ganze angehen kann. Und ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir und finde das großartig, dass ich das so mit dir hier besprechen konnte. Ja. Und dann ja, kann man dich auf jeden Fall kontaktieren und bei Ja. dir ein Ja, also ja. ich danke dir, dass ich das hier so erzählen durfte, weil du hast vielleicht gemerkt, das ist wirklich mir, das brennt mir im Herzen. Es Ja. war so viel Krankheitsbewusstsein in den letzten 3 Jahren unterwegs und ich will einfach mehr Gesundheitsbewusstsein in die Welt bringen. Und deswegen ist das hier Genau. eine wunderbare Genau. Möglichkeit, Menschen zu erreichen, Wir die wollen doch darüber nachdenken, gesund zu bleiben. Gesundheitsbewusstsein und nicht Ja, Krankheitsbewusstsein. genau. Also das ist wirklich etwas, worüber man nachdenken sollte. Ja, auf jeden Fall. Also, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Doris, und vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Video und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss dann. Tschüss.